Hallo und herzlich willkommen zur 68. Folge von Ein Psalm am Tag macht klug und stark. Heute kommen die Korahiten zu Wort und sie stellen fest, dass das letzte Hemd keine Taschen hat. Ich lese aus der Menge-Übersetzung. Psalm 49. Vergänglichkeit des äußeren Glücks der Gottlosen. Dem Musikmeister von den Korahiten ein Psalm. Höret dies, ihr Völker alle, merkt auf, ihr Bewohner der ganzen Welt, sowohl ihr Kinder des Volks als ihr Herrensöhne, beide so reich wie arm. Mein Mund soll volle Weisheit reden, und meines Herzens Erwägung soll höchste Einsicht sein. Ich will leihen mein Ohr einem Gottesspruch, will eröffnen mein Rätsel bei Saitenklang. Warum sollt ich mich fürchten in Tagen des Missgeschicks, wenn der Frevel meiner Verfolger mich umgibt, die da trauen auf ihr Vermögen und mit ihrem großen Reichtum prahlen? Den Bruder loszukaufen vermag ja doch kein Mensch, noch an Gott das Lösegeld für ihn zu zahlen. Denn unerschwinglich ist der Kaufpreis für ihr Leben. Er muss davon Abstand nehmen auf ewig. Auf dass er weiterlebe für immer und die Grube nicht zu sehen bekomme. Dennoch bekommt er sie zu sehen. Es sterben die Weisen. Toren und Narren kommen gleicherweise um und müssen anderen ihr Vermögen lassen. Gräber sind ihre Behausung für immer, ihre Wohnungen für und für, ob sie gleich mit ihrem Namen ganze Länder benannten. Ja, der Mensch, in Herrlichkeit lebt er nicht fort. Er gleicht den Tieren, die abgetan werden. Das ist das Schicksal derer, die voll Zuversicht sind, und der Ausgang derer, die ihren Reden Beifall schenken. Wie Schafe versetzt man sie in die Unterwelt. Der Tod weidet sie, und über sie herrschen die Redlichen am Morgen. Dem Totenreich zur Vernichtung fällt ihre Gestalt anheim, so dass ihr keine Wohnung bleibt. Aber Gott wird meine Seele erlösen aus des Totenreichs Gewalt, denn er nimmt mich an. Drum rege dich nicht auf, wenn jemand reich wird, wenn seines Hauses Herrlichkeit sich mehrt. Denn bei seinem Tode nimmt er das alles nicht mit, seine Herrlichkeit fährt ihm nicht nach. Mag er sich auch im Leben glücklich preisen, und mag man ihn rühmen, dass er sich gütlich tue. Er wird doch eingehen zum Geschlecht seiner Väter, die das Tageslicht nimmermehr sehen. Der Mensch in Herrlichkeit lebend, doch ohne Einsicht, gleich den Tieren, die abgetan werden. Ich mag diesen Psalm, denn er hat jedem Menschen etwas zu sagen. Den Armen ist es ein Trostwort. Auch ohne Reichtum kann dein Leben glücklich und zufrieden sein. Und dein Wert als Mensch hängt nicht davon ab, was du hast oder nicht hast. Den Reichen ist es ein Mahnwort. Dein Wohlstand macht dich nicht zu einer besseren oder glücklicheren Person. Und die blendende Herrlichkeit, in die du dich kleidest, die lässt dich nur dann schön erscheinen, wenn du sonst nichts von Wert hast. Du bist weder arm noch reich, dann gilt für dich beides. Die Psalmenschreiber erkennen hier ganz deutlich, dass jeder einmal sterben muss, egal ob er weise oder nicht weise ist, egal ob reich oder arm. Das erinnert so ein bisschen an die Lesart des Buches Prediger. Da ist im Leben eigentlich auch alles nur unnütze Mühe, weil das Leben am Ende sowieso vergeht und man nichts mitnehmen kann. Deshalb soll man alles auskosten bis zum Ende. Doch das gilt natürlich nur dann, wenn man dieses Ende sieht, wenn man das für sich gesetzt sieht und wenn man dabei stehen bleibt. Aber im Psalm wird ganz klar gesagt, das ist nicht das Ende. Da ist noch nicht Schluss. Mit Gottes Hilfe geht es weiter. Er erlöst deine Seele. Er rettet Menschen. Er nimmt Menschen an, und zwar jeden Menschen, der sich zu ihm bekennt. Und das ist ganz unverdient, dafür können wir gar nichts tun. Gnade, Gottes Gnade ist ein Geschenk und daher unbezahlbar. Und das muss sie auch sein, denn Gott liebt alle Menschen und wie könnte er seine Gnade da von einer Gegenleistung abhängig machen? Geschenke werden also verschenkt und nicht verkauft.
Aber ein Geschenk will auch angenommen sein. Kannst du Gottes Geschenk für dich persönlich annehmen? In der kommenden Folge hörst du eine Bitte um Segen für den Thronfolger. Bis dahin, mach's gut, wir sehen uns. Ciao.